Da sammelt jemand Steine. Ja, schöne Steine für den Garten. Ja. Aber das kommt mal im anderen Video, wie wir schön Steine verteilen. Ja, das dauert noch ein bisschen, wa? Ein bisschen mehr. Den dritten hast du schon geschafft. Mega, ne? Ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich das Zuschauer heute beenden werde hier. Ja. Ich dachte auch, das dauert. Aber wenn man so geil abzieht. Dann geht das auch nicht so geil. Dann kannst du ja jetzt unseren Garten auch alleine legen, oder? Paddy fängt jetzt eine neue Ausbildung an als Garten- und Landschaftsgärtner. Ich glaube, mit dem Grundstück wird das so der Fall sein. Tatsächlich sogar. Gestern konnte ich das leider nicht mehr aufnehmen. Es hat so gegossen. Wir haben einiges geschafft. Ihr seht, die Steine sind noch nicht perfekt drin. Da muss noch einmal mit einem Rüttler rübergegangen werden. Aber sonst sieht das richtig gut aus, was wir jetzt die letzten zwei Tage gemacht haben. Ihr seht es. Sehr schön, es sind nur noch einzelne Steine, die reingeschnitten werden. Das wird aber von den Herren gemacht, mit denen ich das hier gemacht habe. Das macht er dann Montag und Dienstag. Also für euch ist es schon lange passiert, wenn ihr das Video gesehen habt. Wir haben so viele jetzt reingepuzzelt, wie es geht. An Steine, die wir noch übrig hatten von den gesägten, die wir rausgenommen hatten. Und hier seht ihr einmal das ganze Ergebnis. Ich bin mega stolz drauf, hat richtig viel Spaß gemacht. Ich bin zwar heute richtig im Arsch. Aber dafür sieht das Ganze mega aus und wenn nachher hier noch ein Weg gemacht wird und so weiter, sieht das wahrscheinlich richtig gut aus. Den letzten geschnittenen L-Stein müssen wir dann nochmal später machen. Ich wollte ungern die Palette aufreißen, damit die trocken bleiben. Wenn ich sie aufreiße, kommt von oben Feuchtigkeit rein. Das wäre dämlich, wenn da irgendwelche feucht werden und dann nicht mehr brauchbar sind, weil das kostet alles Geld. Von daher machen wir das hier, den letzten einmal nachträglich. Aber ist auch nicht schlimm. So sieht es nochmal von hier aus. Bagger konnte ich leider nicht fahren wegen dem schlechten Wetter gestern und hier auf dem Sonntag. Ich weiß nicht, was die
Leute davon halten, wenn ich heute mit dem Bagger hier rumbretter und ein bisschen rumbagger. Eher nicht so lustig wahrscheinlich. Gut Leute, falls euch das ganze Video gefallen hat und ihr mehr von meinen Videos gerne sehen wollt, vergesst nicht zu abonnieren und gerne einen Daumen nach oben da lassen. Das würde mich mega freuen. Und dann seht ihr natürlich die nächsten Videos, wie es im Garten weitergeht und im Haus. Bis dahin, Leute, haut rein und ciao.